Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 mit dem 24. Teil. Nächstes Mal haben wir ja schon Da ist etwas unter richtig ein uns, Captain. Jubiläum, 25 Parts von meinem allerersten Let's Play. Joa, ansonsten, ich habe auch noch ein weiteres kleines Jubiläum zu feiern, sozusagen. Es waren jetzt schon über 1000 Leute auf meiner Seite. Sind natürlich nicht alle lang geblieben, aber ein paar, die jetzt hoffentlich dieses Video auch gerade schauen, sind ja immer noch vorhanden. Und das freut mich persönlich sehr. Ja, das habe ich jetzt einfach mal so am Anfang rausgehauen. Eigentlich wollte ich vorher gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Dann mache ich das mal lieber jetzt. Bevor wir wieder da ewig lang durch die Karibik schippern. Ja. Und zwar, ach ja, das Teufelsadvokat geht es heute Richtung Salt Lagoon. Und ich würde sagen, wir machen da auch gleich die Schnellreise hin. Aber jetzt, wo ich ja wieder Internet habe, würde ich gerne vorher noch ein paar Flotten losschicken. Das habe ich letztes Mal irgendwie nicht so ganz im Kopf gehabt. So. Denn dann halt dieses Mal. Und natürlich auch genau die erfolgreich erbeuteten Dinge wiederfinden, einsammeln. Das passt alles. Noch ein sammelbares Fundstück, ein Kelch. Ja, 100 Real. Dass wir mal zu Missionen kommen, die generell ein bisschen mehr Geld bringen. So. Gefährlich, das machen wir durch eine Seeschlacht erstmal riskanter. Mit der Santa Eva Maria. Und ach ja. Ah, nein! Nein! Das wollte ich gar nicht machen. Ah, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Chancen stehen. Mist. Also gut, aber. Oh, Gott, mein Herz. Ich wollte nämlich eigentlich wollte ich die Schiffe erst reparieren und ich habe aus Versehen in den falschen Knopf gedrückt. Aber gut. Wenn's so auch läuft, soll's so auch laufen, ne? Gut. Mal schauen, ob die vielleicht jetzt ein bisschen mehr bringen. Ja, dauert auch deutlich länger und die Belohnung ist auch höher. Schauen wir mal. Müssen wir die Schiffe jetzt erstmal reparieren. So. Nicht wieder irgendeinen Mist bauen. Also irgendwie bin ich heute zu schnell. Ich wollte das jetzt gar nicht direkt losschicken. Das ist mal ein bisschen langsamer aktivieren. So, erst reparieren. Genau. So, das heißt aber auch nicht, dass ich das Ding direkt losschicke. Sondern vielleicht machen wir einfach für die noch mich nochmal eine Seeschlacht. Dann ist das nämlich gar nicht mehr riskant. So. Und noch ein Schiff. Und wir reparieren aber auch vorher diesmal. Und jetzt eine kleine Seeschlacht. Wenn man mal aus dem Weg was geht. Ja, macht fast keinen Schaden. Ganz habe ich das System auch noch nicht wirklich verstanden. Ob ich da überhaupt irgendwas Sinnvolles machen kann. Aber es geht ja auch so. So, prima. Damit müsste die Route noch ein bisschen sicherer werden. Ja, sicher. Okay. So, und damit geheime Medizin, das klingt doch gut. Und diesmal haben wir auch eine hundertprozentige Chance darauf, dass unser Schiff wieder zurückkommt. Können wir dann hier auch gleich nochmal angucken. Ja, aber hier reparieren wir es vorher.
Und dann mal los. Genau. Und rettet die Kinder. Ach, das ist doch mal ein ehrenvoller Auftrag für unser nächstes Schiff. Sehr schön. Wir haben kein Schiff mehr verfügbar. Und damit können wir auch die Flotte verlassen und uns wieder spannenderen Dingen widmen. Genau. Und das bedeutet, wir machen jetzt zuallererst eine Schnellreise. Und zwar in die salzige Lagune. Genau. Bin da gespannt, was uns da erwartet. Okay, wir fangen nicht direkt. Wir müssen wohl nicht direkt dorthin. So. Noch ein Stückchen hinschippern. Ja, nach unserer letzten Unterwassermission haben wir nicht wirklich Medikamente bekommen für unsere Crew bzw. Gesamt Nassau. So, jetzt weiß ich gar nicht genau, was sollen wir denn hier eigentlich machen. Wir starten einfach mal die Mission. Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. So. Das war aber ein optionales Optionsziel, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. 5 Überlebende sollen wir retten. Bei der Queen's Anne's Revenge. Schauen wir nochmal. Müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Das ist ja jetzt ein gutes Stück weg. Aber wir heben mal die Markierung von der Insel auf, das nervt mich nämlich gerade. So. Markierung entfernen, genau. Alle Segel, Bewegung! Und dann gehen wir mal auf Reisegeschwindigkeit, das dauert nämlich sonst viel zu lang. So, mitten durch den Nebel schippern. Hoffentlich stoßen wir nirgendwo an. Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Okay, ich sehe es nicht. Steuerbord! Segelreffen raus aus der Bö! Da ist noch so ein Wrack, Captain. Ja, da haben wir schon mal einen Überlebenden. Schön wachsam bleiben. Mann! Das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Magst du es nicht? Oh doch, ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Nur ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles keine Regenten. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Fänden wir das Observatorium, hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen. Dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das schmeckt mir. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Captain von Steuerbord! Diese treibende Beute wartet nur auf uns! Ja, als ob Edward nur edle Motive hätte. Natürlich nicht, aber wenigstens gibt es zu. Ah, das mit dem Wind ist ja übel und ist mitten im Sperrgebiet. Jetzt müssen wir mal so nicht so viel Gegenwehr bekommen von anderen Schiffen.
alle Segel setzen und starten fest. Ah, dann den Wind hier. Brauchen wir aber auch noch. Mal gucken. Zwei Überlebende brauchen wir noch. So können wir eigentlich, wahrscheinlich können wir jetzt nicht von Bord gehen. Da braut sich ein Unwetter zusammen. Aufgehen! Aber doch, noch ist ja. Noch ist es kein Unwetter. Das kommt sonst noch. Da vorne habe ich gesehen, gab es noch einen Schatz. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen näher rangekonnt. So. Wäre ja schon cool, wenn es so richtig wellig wäre auch. Also Wellengang wäre, wenn man schwimmen würde. Aber dafür kommt die Sonne jetzt langsam wieder ein bisschen raus. Wahrscheinlich gehört es zur Mission, dass das der Wellengang recht hart ist. Das werden wir dann auch gleich wieder bekommen, sobald wir auf dem Schiff sind. Ja, ich glaube, da ist auch das Schiff, das wir suchen. Wissen wir doch, dass wir noch einen kleinen Umweg fahren sollten. Da gibt es nichts mehr. Bevor wir dann. Oh, wobei. Das muss sie gar nicht sein. Das kann doch irgendein anderes Schiff sein, dem wir am besten gar nicht begegnen sollten. Ja. Und dann schnell wieder zurück aufs Boot. Und wir möglichst ungesehen da reinschippern. Sagen wir es, dass ich gerade ein Boot im, also so ein Riesenschiff im Visier hat. Während ich an Steuer gehe und dann kann man es nicht gleich vergessen mit dem Ausweichen. Ein guter Kilometer ist es noch. Ich hoffe, wir finden die Schiffbrüchigen auf dem Weg. Wir müssen da nicht wieder irgendwelche Umwege in Kauf nehmen. Bla bla. Nein. Hangel dich doch hoch. Komm, einfach hochhangeln. Und ans Ruder gehen, da wo du hingehörst. Genau. So. Da vorne sehe ich auch schon wieder Fracht. Fracht spricht dafür, dass vielleicht auch. Der Wind zeigt Zähne, Captain. Leersegel heißen, los geht's! Oh. Nehmt Druck vom Baum! Ja, wenn der Wind nicht alle 5 Sekunden die Richtung wechseln würde, ne? Stopp! Bram! Machsegel! Los, ihr Faulpelzer, an die Schotten! So, jetzt musst du doch hier gleich nochmal. Da treibt Frachtgut, Sir! Nur auf Frachtgut. Nicht mehr weit, Captain! Da ist noch ein Schiffbrüchiger. Rettet ihn! Da vorne. Niemand verdient es zu ertrinken, auch ein Pirat nicht. Und das sind auch gleich zwei. Da hinten ist nämlich noch einer. Den holen wir auch gleich noch mit. So, ich hoffe, das kostet uns jetzt nicht den Kopf. Wenn uns das andere Schiff da sieht. Ja, ich glaube, das schippert weiter. Da ist er doch. Alle Segel, sie verträgt das! Genau, die verträgt das. Da ist er. Okay. So, die optionalen haben wir damit. Und jetzt heißt es. Suchen. Jetzt haben wir den Wind wenigstens im Nacken. Da vorne gibt es noch was Einsammelbares. Sind sicher, Captain. Okay. Da können wir direkt. Nehmt die Rahn aus dem Wind. Direkt ran. Genau. Segel rein, Bram, Segel reffen.
Das ist auch komisch, dass man das so nebenbei bei einer Mission eigentlich machen kann, aber wenn ich jetzt wandern, dann. Ja. Gut. Und da gibt's auch noch Fracht auf der Insel. Ja. Draufspringen nützt dir immer nichts. Ein bisschen Kleinvieh. Das macht ja bekanntlicherweise auch Mist. Okay. Noch ein Fragment. Und jetzt sollten wir aber doch eigentlich langsam mal die Queen Anne's Revenge ausfindig machen. Ob Blackbeard wirklich so verrückt ist? Hm. Ja, ich meine, er versucht halt den Menschen irgendwo zu helfen. Und damit hat er ja auch nicht gerade Unrecht. Edward ist ja eine sehr ich-bezogene Person. Nicht zu sagen egozentrisch. Immer auf den eigenen Vorteil bedacht. Und die Frage, ob er damit weiterkommt, ne? Oder ob das dann so eine Disney-Geschichte wird, wo der Böse dann irgendwie merkt, dass er die ganze Zeit Böses getan hat und sich zum Guten bekehrt und keine Ahnung. Ja, dann am Ende ganz großzügig wird und so wie Mr. Scrooge dann am Ende den Geiz vergisst und alle beschenkt. So, jedenfalls hier am äußeren Rand kommen wir nicht weiter. Hier noch ein bisschen im Kreis fahren oder wie? Wollten uns eigentlich nicht in großartigen Kämpfen verwickeln lassen. Können wir hier einmal eine Kehrtwende machen? Ah, es geht tatsächlich das. Also, das würde im echten Leben wirklich nicht funktionieren. Also sind wir mal ganz ehrlich. Ja, also bisschen unrealistisch ist das schon. Ja, und jetzt gucken wir, was wir hier gerade. Oh oh. Nein, dann vielleicht doch hier vorbei. Es wäre ja auch total unlogisch, wenn die uns wirklich in Wahrheit nicht sehen würden, ne? Aber wir fallen halt nicht auf, wir sind weit genug weg. Da fällt diese riesige, mächtige Piratenflagge auch nicht auf. Jetzt sind wir schon wieder an der Insel. Mal aus dem Sichtbereich raus von denen. Tiefer in das Gebiet hinein, vielleicht finden wir sie jetzt. Und zumindest mal wieder ein bisschen Frachtboot. Von Backbord, Sir! Da treibt etwas Frachtboot, Sir! Jetzt kommen wir auf der anderen Seite schon wieder raus. Was soll die denn sein? Sieht schlimm aus. Backbord, Captain! Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! Da sind Dutzende Schiffbrüchiger. Wird immer stärker, Captain. Mal gucken. So groß ist das Gebiet doch gar nicht. Wir fahren jetzt einmal quer durch hier zu dem unentdeckten Ort. Vielleicht ist es dann da. Da, dunkler Himmel, so viel Segel wie ihr könnt! Oh. Ja, knapp einen Kilometer breit ist es halt schon, also 1,5 Kilometer sogar eher. Ein Sturm sieht übel aus! Ach, das bisschen Sturm, also jetzt weint doch nicht darum. Das Schiff auch komplett kentern kann? Das wäre ja mal lustig. Wir sind sicher nahe am Ziel. Ja, ich hoffe es doch. Hier noch ein bisschen Beute.
so hier dazwischen bei den ganzen Inseln. Sir, von Steuerbord, Schiffswrack Überlebender. Wow, 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 wow. So. Nee, hier auch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein, so ein Schiff zu finden. Das wird doch nicht so klein sein, oder? So. Rahm- und Marssegel fest, surren! Da liegt doch ein Schiff. Und die Kreuzkopfsegel ein! Was ist das, was wir suchen? Wahrscheinlich, oder? Ah! Sie da! Das ist sie, Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Oh. Haben wollte ich es aber doch nicht. Topsegel aufgehalten! Topsegel bergen! So. Das heißt, ich muss jetzt erstmal auf die Insel, ne? Thatch wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich okay, Blackbeard verteidigen. Der muss das Ganze überleben. Und Rauchbomben brauchen wir. Im Dienste einer guten Sache. Medizin meinst du hoffentlich? Ei, eine gepanzerte Bücher lesen, auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bonnet. Ach, Bonnet hilft sogar mit, wie nett. Man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. So. Ja, Rauchpumpen sind immer eine gute Methode. Ich gebe dann in dem Fall das optionale Ziel sogar wirklich einen Tipp. So. Ja. Und den nächsten. Wow. Schusswaffen sind unfair und gegen die Regeln. So, was ist hier los? Blackbeard. Sprich mit mir. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht. Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zu Jacko, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst. Okay. Zum Befehl. Auf Segel setzen! Und nimm Kurs auf das verdammte Schiff. In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin. Gut. Dann schauen wir doch mal. Also das Kriegsschiff da alle kommen. Dass das Blackbeard nicht selber fahren möchte. Oh, mit Mörsern. Mit Mörsern, das ist ja auch ordentlich. Boah. Lass sie nicht aus den Augen! Nee, natürlich nicht, aber. Ich weiß ja da gar nicht mehr, wie das selber ging. Wobei, ob das Schiff Mörser überhaupt hat. So ein bisschen Fahrtwind brauchen wir halt schon. Wow. So. Schon sieht man wieder nicht mehr vor lauter Rauch. Uah. Und mit Feuer, die können doch nicht einfach mit Feuer schießen. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Die überlebt das nicht lange. Sie ist geknackt, Melle! Schick sie zur Hölle! So, klare Auftragslage. Über an den Captain suchen. Oho. Aber so coole Effekte, oder? Ja, so sieht's auf einem Kriegsschauplatz aus. So, wenn sie mich entdeckt.
Ja, ich muss nur den Captain finden. Wer ist das denn? Der ist es nicht. Ah, da 12 Meter in die Richtung. Okay. Da ist er doch. Tum. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston! Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Mission beendet, das Teufelsadvokat. Und wir haben die Nebenmission auch geschafft. Super, die optionalen Ziele, besser gesagt. Ja, Bonnet bringt mich immer zum Lächeln. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den Charakter. Also, ihr seht das ja nicht, aber ich grinse mir immer ein ab, sobald er irgendwas sagt. So, damit haben wir diese Mission auch erledigt und bevor wir weitermachen, machen wir nochmal eine kurze Pause. Ja, wie man das kennt aus der Werbung und keine Ahnung. Aber statt... Okay, ich könnte jetzt auch Werbung machen. Das geht dann Mittwoch weiter. Total spannend. Und Dienstag, Donnerstags und Samstags, Sonntags gibt es jetzt auch South Park, falls das irgendjemanden interessiert von euch, die Assassin's Creed gucken. Und auch mit Diablo 2 wird es demnächst weitergehen. Ich hoffe, wir kriegen das bald hin. Gut. Ja, genug der Werbung. Mittwoch geht's weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao von mir.